Herzlich willkommen zurück zu Civilization 5 nach einer längeren Pause mit dem Araskes und dem Menenor. Wir sind also wieder am Start. Und ja, wie gerade schon gesagt, wir haben eine längere Pause hinter uns. Wir müssen uns jetzt also hier wieder ein bisschen reinarbeiten, wie das Ganze so aussieht, wird und läuft. Nachdem wir ja beim letzten Mal noch dazu ein etwas unfreiwilliges Ende gefunden haben. Hier kämpft einer. Ja, also, ja. Ich mach mal ein bisschen Bambule hier. Ich dachte, wir sprechen uns nach wie vor ab. Ja, aber du warst da noch mitten im Reden, deswegen dachte ich, ich mache mal 2-3 Klicks. Genau, dann sorry. Machen wir 2-3 Klicks. Ich finde mittlerweile hier eine Stadt. Hatte ich meine schon gekriegt? Ja, Hastings steht schon. So, ich habe jetzt Diamanten eingenommen. Ich hoffe, dass das meiner Bilanz gut tut. Ach, Bilanz, du. Ach, komm. Ach, weißt du. Die lösen wir auf. Ja, genial. So, was sagt das Forschungsmenü? So, noch 11 Runden. Produktion wählen. Nottingham braucht eine Produktion. Nein, wie ist das schön. Nottingham. Ja, ich brauche in München eine Produktion. Aber ich weiß vor Lachen nicht so richtig, was ich nehmen soll. Das kann ja wohl nicht, das kann ja wohl jetzt mal nicht wahr sein, ne? Doch, kann. Okay. Okay. So, wir nehmen noch einen Krieger hier. Ich muss hier aufrüsten. Genau, für den Weltfrieden. Richtig. So, die brauchen hier Befehle. Was nehme ich denn da jetzt hier vor Lachen? Ach, Gottes Willen, ich weiß es nicht. Genau, ein Krieger. Sag mal, habt ihr nicht gesehen, dass ich kein Geld mehr habe? Das ist nicht ganz klar. Hast du es nicht gesehen? So, also ich muss mich jetzt hier weiterhin der Reiterhorden erwehren, die hier aus dem Norden auf mich einschlagen wollen. Aber ich hatte doch, glaube ich, sowas wie eine Art Bündnis mit dem Griechen, oder? Wenn ich mich nie alles täuscht. Nein, du hattest versucht. Ich glaube, der Grieche war da noch nicht so. Ja, aber irgendwas hatte ich doch mit dem Griechen. München kriegt ein Kolosseum. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Die Allianz Arena. Ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr. Na gut. Müssen wir mal weiter im Auge behalten hier. Ach, das ist alles so großes. Großes. Ah. Ist alles sehr groß. Okay, einheitliche Befehle. Was braucht denn hier Befehle? Ach ja. So, ich bin dann soweit, glaube ich. Ja, bin ich. Ja, ich nächste Runde. Ich bin auch, wenn ich nichts vergessen habe. Und das genau. Kommt selten vor. Nein. Ach so, du hast jetzt hoffentlich auch die Uhr mitlaufen? Ja. Ja. Ja, das ist gut. No, das kriegt man alles hin. Oh je. Gegner ist in der Nähe. Ja. Ha, er kommt nicht an meinen Bautrupp ran. Jetzt aber weg damit. Oder? Nee. So. Ich muss hier erstmal weg. Genau. Ich bin da mal weg.de. So, was mache ich mit dir hier? Kann ich dir nicht sagen. Eine Festung errichten, ne? Das will ich jetzt nicht unbedingt. Oh, nee, das war jetzt... Oh, jetzt habe ich vergessen, dass dort oben noch Barbaren stehen. Ne? Die werden mir jetzt vielleicht hier meine Arbeit ammopsen in der nächsten Runde. Naja, Operation tolle Wurst. Ja, wie immer. Ich hatte ganz vergessen, dass ja hier Arbeiter waren. Aber die kriege ich in Sicherheit hier. Ah, hier oben ist ein Baba. Ich werde jetzt mal kämpfen, dass du Bescheid weißt. Ja, ich weiß Bescheid. Bei mir passiert jetzt momentan auch nicht viel Interessantes, sodass ich hier einfach mal direkt in die nächste Runde den Befehl gegeben habe, Sachen zu machen. Jawohl, na gut. Das habe ich mir etwas effektiver vorgestellt, muss ich zugeben. So, ihr bleibt dort. So, das wirst du bereuen, diesen Angriff hier. Ach, wo war das? Das hoffe ich doch. Guck an. Mhm. Naja, schau. Die Stadt Hastings benötigt Pelz. Ja, das ist natürlich schön für Hastings. Ich wollte gerade sagen, es ist schön, dass Hastings denkt, dass dich das interessiert. Na, ich werde gleich mal gucken, ob sie sich dort erstmal den, den Bautrupp schnappen werden. So, es braucht noch irgendjemand Befehle. Zack. Noch irgendjemand? Na, ihr müsst erstmal dort bleiben. Nichts tun, ausruhen, nächste Runde.
Ich gestatte euch zu schlafen. Du bist so gütig. Mhm. Ich weiß, es ist einer deiner leichtesten Übungen. Das will ich meinen, mein Freund. Alles klar, macht Platz für den Landvogt. Genau, Platz da, ich bin der Landvogt. So, was ist denn jetzt das hier für ein Mist? Das kann man jetzt so sehen und so sehen. Deine Modernisierung Plantage wurde durch die plündernde hunnische Einheit zerstört. Na, das ist ja riesig. Ja, gut. Und der Zivilist wurde von Barbaren gefangen genommen. Es ist doch zum aus der Haut fahren. Ja, in Hastings, genau. Hastings. Oh, na gut, den hole ich mir dann später wieder. Oder wie das ja jetzt neudeutsch heißt, Hastings. Hashtags. Ich werde mal kämpfen. Mach das, ich bin solide drauf vorbereitet. Ach, das nervt mich jetzt eh. Na gut, dann muss ich mir die später wiederholen. Nützt jetzt nicht. Apparation, tolle Wurstheit. Naja, es ist wirklich manchmal zum Piepen. Ist eins deiner Hobbys einfach, muss man ja mal so sagen. So, krieg jetzt wenigstens den hier platt. Ich hoffe es doch. Na, also das erwarte ich jetzt von dir einfach mal. Jetzt mal ernsthaft. So, jetzt pass mal auf. Ich passe. Jetzt pass mal schön auf hier. Ich passe. So, erstmal das hier. Bisschen vorbereiten. Dann lassen wir mal die Geburt. Quasi. So, jetzt bin ich mal gespannt, was diese... Na, das müsste doch gehen. Oh, ja, das ging gut. Zack, weg waren sie. Das war gut. Ausgezeichnet. Der hat da oben nur Krieger stehen. Die sind also deinen Schwertkämpfern deutlich unterlegen. Ich weiß, aber ich muss noch warten, bis das Katapult in York fertig ist. Das dauert noch 12 Runden. Ich würde es auch nicht drauf anlegen wollen, so unbedingt. Ja. So, ich gehe jetzt erstmal wieder wie immer meinen Dingstrupp zurückholen. Wir alle haben auf diesen Moment gewartet. Dass ich es mal wieder verkünde. Ja, allerdings, dass du mal wieder eine Verkündigung verkündest. Das Dumme ist halt jetzt echt diese Zitronenplantage, die jetzt weg ist. Und die muss ich jetzt erstmal wieder irgendwie neu aufbauen. Das ist natürlich echt ärgerlich. Oder regeneriert die sich selber wieder? Da steht ja zwar geplündert, aber nicht, dass die zerstört ist. Glaub, komplett. Die musst du wieder aufbauen. Du hast allerdings den Vorteil, dass es nicht so lange dauert, als wenn du sie neu bauen müsstest, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Aber hey, ich spiele das Spiel erst zum 100. Mal, also ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ach so. Habe ich tatsächlich nicht. Es ist eigentlich beschämend, wie wenig Ahnung man von diesem Spiel hat. Genau. Na, mal schauen, es wird schon hier irgendwie werden. Du lachst, ich meine das eigentlich völlig ernst. Ja, ja, ich auch. Ja. Ja. Schon klar. Deine Mutti meint das ernst. Na, was ist das denn jetzt hier? Ach, dieser Krieg wirft mich ganz schön zurück. Sagst du was? Und der Alexander mit seinen 335 Punkten, der macht mir überhaupt keine Sorgen. Nee? Nee. Dann spielst du das Spiel aber falsch. Nö, mir ist bloß gerade so aufgefallen. Der gute Mann, ja. Weißt du? Muss ja Spaß machen und muss ja auch gemacht werden. Genau. Du sagst es, es muss gemacht werden einfach. Endlich mal erinnert, der es einsieht. So, Einheit benötigt Befehle. Naja, dann geht mal hier in die Hocke. In die was? In die Hocke. Hier, weißt du, was sie gesagt haben. Geh mal bei die Hocke. Geil, nächste Runde kann ich auch mal Krieg führen. Ich freue mich. Oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Es ist absolut nichts passiert. Gut. Denke ich. Ich bin ein bisschen nervös. Ja. Weißt du, weil das gerade so nervösisierend ist. Ist es das? Ja. Teufel Nummer 1. I think so. Aber ich muss sagen, die Schwertkämpfer waren jetzt ganz effektiv gegen diese Reiter. Also die haben die ja umgebrezelt wie nischt. Wie nischt. Das hätte ich mir mal von meinen Städten gewünscht. So, das kann ich mal einen Blick bei dir riskieren. Wie sieht's denn bei dir hier so schön aus? Bei mir ist momentan relativ wenig Ereignis. Oh, was ist denn das hier? Blautatzen? Ja, das sind, wo die Shoshonen schön wohnen. Schon. Okay. Ja, sind wir doch mal ernst. Ansonsten habe ich gerade meine vierte Stadt gegründet. Köln. Am Wasser. Schön. Das wässrige Köln. Oh, der geht auf Bogenschützen mit Nahkämpfern los. Das ist natürlich relativ effizient. Man muss aber sagen, dass ich deine Bogenschützen gut und so. No?
Ich sag ja, das sind eben englische Bogenschützen. Da kannst du dir die gerne mal bei Nacht angucken. Genau, wenn es dunkel ist. Draußen. Richtig, richtig. Ganz finster. Draußen, aber ganz, 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 ganz finster. So, gib mir meine Arbeiter wieder dort hinten, du Blöder. Noch mehr stinkende Arbeiter sind. Genau. So, was machen wir denn jetzt hier? Arbeit, immer noch Arbeit. Lass uns über Krieg führen. Wie sieht's denn aus bei dir? Sag mal Bescheid, wenn ich mal ein kleines Gefecht vom Zaun brechen darf. Warte mal. Mache ich die ganze Zeit. So, ich werde die jetzt erstmal hier zurückziehen. Mhm, was du nicht sagst. Dann werde ich die hier plätten. Interessant, ja. Und mich dann ganz schnell wieder zurückziehen. Ah ja, verstehe. Naja, weil mich jetzt hier vermutlich schon die Stadt beschießen wird. Könnte sein, ja, auf die zwei Felder. Ja, deswegen muss ich mich dann mal hier gleich vom Acker machen. Bist du bereit? Ja, du kannst. Handelt es sich um einen Speerträgerangriff bergab gegen Ja. Naja, gut. Das war nicht sehr beeindruckend. Oh, die Walfischlein hier, schöne Sache. Die Walfischlein, ja. Wir sind im Übrigen schon im Jahre 40 nach Christus. Eine echte Demokratie hat natürlich einen Walfisch. Genau, wir sind im Jahre 40 nach Christus und wir sind sozusagen schon im Mittelalter, oder? Ist man mit 25 im Mittelalter? Ich weiß es nicht. Bin ich ein Mann mittleren Alters? Naja, doch, doch. Gut, dann bin ich im Mittelalter. Dann haben wir das ja auch erklärt, finde ich gut. So, na mal schauen, was hier so los ist. Genau, was ist denn da los? Guck mal ins Horoskop und sag uns mal, was los ist. Wäre ich dann hier zu dieser kaputten Zitronenplantage einen Bautrupp hinschicken müssen? Vermutlich, ja? Ja. Davon gehe ich aus. Irgendjemand hat einen Koloss gebaut. Mm. Ach, das freut mich. Ist klar. Wir werden hier keinerlei Wunder mehr abkriegen. Das werden alle anderen schon vor uns haben. Ja, da werden wir uns schön wundern. Ja, ja, hier, die Stadt beschießt jetzt und die macht gut Schaden. Ja, naja, gut, bei den zukünftigen Wundern hätten wir theoretisch den Vorteil, dass wir eigentlich in der Forschung deutlich schneller sein müssten. Okay. Ich wähle bewusst das Wort zwickig. Was zwickig? Weil uns damals der Kaiser die 20 geklaut hat. Das ist echt immer noch einer der besten von Grandpa. Das ist echt genial. Absolut genial. Okay, ich werde mal hier einen Bautrupp ausheben. Das ist echt einfach nur genial. Ja, das ist ja Basiswissen. So. So, ich werde mal... Ich hoffe, dass du das... Dass du diese Story auch im Rahmen deiner Tätigkeit ein bisschen erzählst. Natürlich immer. Ich erzähle Geschichten immer. Ah, ich sehe, du legst es hier wieder auf dem Last Man Standing an. Na, du kennst mich doch. Wenn du dann so bereit bist, sag Bescheid. Willst du auch nochmal kämpfen? Ja, ich möchte ja... Oh, dann mach das doch bitte. Die barbarischen Reiter auslöschen. Das hat geklappt. Und bestimmt wieder in der Einheit, na klar. Kann man ja einmal das Geld haben. Echt, ich brauche Monetas. Warte, soll ich für dich antworten? Nein. Ja, ich merke es ja gerade. Schick mal die Reiter nach Hause, damit ich die auflösen kann. Für teuer Geld. Teuer Geld. Das kostet... Uiuiui. Das kostet teuer Geld. Oh, oh, oh. Oh, das wird teuer. Genau. Warte mal gucken, ob ich sie noch zusammenkriege. Die Sätze, die ein Handwerker in seiner Ausbildung lernt. Oh, oh, oh. Oh, das wird teuer. An ihrer Stelle würde ich das alles neu machen lassen. Die große Mauer wurde in einem Fernland gebaut. Hm, das toll. War ich nicht, das war schon kaputt. Was kommt denn da jetzt ein Kameltrupp von den... Was ist denn das? Ach, das ist eine Händlerkarawane, guck an. Ach, guck an. Mensch, sowas gibt's gar nicht. Na doch, das ist ja das neue Feature hier von Brave New World. Wo hast du denn die Händlerkarawane? Hier, rechts bei meinem bei dem komischen Barbarendorf. Aha, aus Mykene, die Griechen. Mhm. Und die gehen über Hastings nach Ananasarivo hier. Ananasivo. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Da möchtest du mal eine Runde aussetzen. Ja. Hm. Ich denke, der nächste Angriff würde sonst nicht zielführend sein. Du meinst, der geht in die Pants? Aber hallo. Aber ganz tief rein geht er da. Okay. Goddammit. So könnte man das sagen.
Ach so, naja, gut. Man könnte auch sagen, ach du meine Nase, Platsch, Quatsch. Tja, das wäre wohl vermutlich angebracht. Wäre das? Wäre es. So, da ist jetzt schon wieder ein Bogenschütztrupp fertig dort oben. Eingereicht, der Antrag ist. Genau. Oder ist er nicht? Tja, das die Frage sein. Genau. Wie weit konnte denn jetzt so, so eine Artillerie eigentlich schießen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie ein Bogenschüsseln. Wie Bogenschüsseln. Was, nur über zwei Geländer? Ja. Das ist ja doof. Da kommt der Artillerie ist damit einem Stadtangriff der Stadt ausgeliefert. Naja, eben. Da kommt schon wieder dieses Feind Cretin. In London gesichert. Cretin! Was ist da? Mein Fischerboot ist fertig. Wahnsinn. Da werde ich ja gleich zum Schluss. Oh, wo kommen die denn her? Ich habe Barbaren im Süden, im bei London. Ich muss mal hier. Bauen wir mal einen Leuchtturm in Hamburg. Mensch, jetzt kriege ich hier aber die volle Kanüle ab hier. Die volle Kanüle. So. Kann mir mal einer erzählen, warum es jetzt die Produktion hier gerade nicht akzeptiert? Und was ist denn jetzt gerade überhaupt los? Ach, da hinten ist ein Dingslager. Da gehe ich mal schnell hin, da schnapp ich mir mal. Ich zieh mal kurz meine Speer hier ab. Mich interessiert nicht, was ihr... Aha, das kann ich jetzt nicht mehr bauen. Aha, so. Hamburg produziert gerade nichts. Es ist mir aufgefallen, Freunde der Sonne. Oh, guck mal, das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du auch... geh mal nach Hastings. Sofort. Und geh mal auf diesen Karawane-Button und da siehst du, von wo nach wo die Karawane läuft. Ja, habe ich ja. Das ist ganz interessant. Ich denke, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort. Oder möchtest du noch ganz kurz ein paar Worte an unser Volk richten? Ja, kämpfen müssen wir. In 7 Runden ist meine Balliste fertig oder mein Katapult und dann geht's hier aber richtig zur Sache. Was für ein Zufall. In 7 Runden steigt auch München eine Stufe auf. Wahnsinn. Das ist toll, oder? Diese und ich Zusammenhänge, die sich hier entfalten. Und ich würde sagen, wir haben noch eine ganze Menge zu tun und es bleibt, ich muss es natürlich immer wieder betonen, absolut spannend. Genau, aber es bleibt nicht nur spannend, es geht wie immer wieder auf die Pleite zu. Genau. Naja. In diesem Sinne. Sehen uns später. Was hast du gerade gesagt? bis zum nächsten Mal, macht's gut.